Das war meine Grundlage. Dann kam ich später an der Obern Schule in Kopenhagen und dann war ich auch Militär einige Zeit in der Königlichen Garde und dann hatte ich Lust, ein bisschen mehr Luft unter meinen Flügel zu kriegen. So, ich ging nach London, ein Freund von mir lud mich ein, nach London zu fahren, nach dem Kriege. Und da habe ich dann vorgesungen, verschiedene Stellen und wurde auch von Sir Henry Wood für verschiedene Konzerte in Queen's Hall engagiert. Dann habe ich einen großen Freund von mir getroffen, der englische Schriftsteller Hugh Walpole, der eine sehr begeisterte Wagner-Enthusiast war. Und er hat sofort gesagt, du sollst Wagner-Sänger werden und ich will dich dazu helfen. Dasselbe geschah mit einer amerikanischen Sängerin damals. Ihr Name war Madame Caillé. Und ich habe mit ihr den Graf Luna in Trovatore gesungen als junger Bariton. Einmal war die Sopranistin war krank, konnte nicht das Hohe See in Duett singen. So, ich habe das Hohe See statt ihr gesungen. Und dann hat die Madame Caillé gesagt, ja, du sollst ja ein Heldentenor werden. Und ich werde Ober schreiben, dass die dich als Heldentenor ausbildet. Und was die Ober auch getan hat. Dann ging es so weiter, dann kam die erste Mal Walpole, er sagte, ich sollte doch studieren, Wagner, und er hat mir dazu geholfen. Ich kam nach München und arbeite dort mit Anna Bahr Miltenburg, der sehr berühmte Isolde von Bayreuth früher, verheiratet zu der Schriftsteller Hermann Bahr. Und sie wurde meine Wagner-Lehrerin. Dann hat sie mir für Cosima und Siegfried Wagner vorsingen lassen. Das war nämlich in 24 sollte wieder die Bayreuther Festspiele zum ersten Mal wieder geöffnet werden. Und ich habe Cosima und Siegfried gefallen und ich wurde dann als Parsifal und Siegmund in der Walküre dort engagiert. Zum ersten Mal.